Wir haben ein neues Teammitglied. Wir gucken uns hier trotzdem noch mal ein bisschen um. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch zwei liebe Kollegen. Kein Garrus. Okay, Jali. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korban, er hat Sie bedroht? Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten. Achso, das ist da unten. Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann Ihnen nicht helfen. Außer Sie erzählen mir noch ein bisschen mehr. Ich kann nicht. Tut mir leid. Dann habe ich was anderes zu tun. Aber... Nichts aber. Stören Sie mich nicht, es sei denn, Sie geben mir Details. Dann reden wir mal mit ihm. Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Ja. Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Sagen Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Korban. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Oh. Das ist der Kerl, der uns darum bat, die Keeper zu scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Ja. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hallo, Commander. Hallo. Was haben wir denn sonst noch so Schönes hier? Nichts. Hier ist nichts, nichts, nichts. Also gar nichts. So, was haben wir da oben? Oh. Codex. Und Tagebuch. Jalids Angst. Mit Korban sprechen. Jalid möchte, dass sie sich für ihn mit Korban... dass sie für ihn mit Korban sprechen. Der Salarianer will sie in den unteren Märkten treffen. Will er gar nicht, der kennt mich ja nicht mal. So, sekundär. Schiffe und Fahrzeuge. Raumschiffe, Schlachtschiffe. Schlachtschiffe sind die ultimativen Waffen in den Raumschlachten. Sie bestehen aus Millionen Tonnen Metall, Keramik und Kunststoff und werden gegen feindliche Schiffe mit ähnlichen mächtigen Fähigkeiten eingesetzt. Kein verantwortungsvoller Kommandant würde sich dem Kampf gegen ein Schlachtschiff stellen, wenn er nicht selbst eines befehligt. Die Feuerkraft eines Schlachtschiffes ist abhängig von der Länge des Hauptgeschützes. Die Länge der Schlachtschiffe beträgt zwischen 800 Metern und einem Kilometer. Die Hauptgeschütze weisen eine entsprechend proportionale Länge auf. Ein 800 Meter Massenbeschleuniger kann ein 2 Kilo Projektil alle 2 Sekunden auf eine Geschwindigkeit von 283 Kilometer die Sekunde beschleunigen. Jedes Projektil hat eine kinetische Energie, die jener von 38 Kilotonnen TNT entspricht. Dreimal so viel Energie wie die Nuklearbombe, die Hiroshima zerstörte. Bei der Bombardierung vom Planeten geht ein Teil dieser Energie durch Reibung beim Eintritt in die Atmosphäre verloren. Als Faustregel gilt, dass der Luftdruck der Erdatmosphäre etwa 20% der Aufschlagskraft eines Projektils abdämpft.
eines, oder? Zurzeit verfügen die Torianer über 37, die Asari über 21 und die Salarianer über 16 Schlachtschiffe. Die Menschen halten 6 Schlachtschiffe, während ein weiteres gerade in der Arcturus-Station gebaut wird. Die Schlachtschiffe der Allianz sind nach Bergen auf der Erde bekannt. Okay. Everest-Klasse. Everest, Fuji, Elbrus. Kilimanjaro-Klasse. Kilimanjaro, Taishan, Shansha, Aconcagua im Bau. Okay. Noch mehr Codex. Schiffe und Fahrzeuge. Kreuzer. Die Raumschiffe der Kreuzerklasse übernehmen die weit von der Basis abgelegenen Kampfoperationen. Sie stellen die Arbeitstiere der meisten Flotten dar. Die flinken Fregatten verfügen nicht über ausreichend Schlagkraft in harten Kämpfen und die mächtigen Schlachtschiffe werden als strategische Ressourcen geschützt und nur in kritischen Schlachten geführt. Kreuzer führen eigenständige Routinepatrouillen und Kontrollen in besiedelten Systemen aus und führen die Fregattenflottillen in kleineren Konflikten an. Dazu zählen zum Beispiel Kämpfe gegen Piraten. In größeren Kämpfen leisten Kreuzergeschwader den Schlachtschiffen Unterstützung, indem sie die Flanken gegen die Feinde abdecken, die versuchen, ihre Hauptgeschütze auf die verwundbare Breitseite abzufeuern. Die Allianzkreuzer werden nach Städten auf der Erde benannt. Okay. Oh Gott, noch mehr. Codex. Schiffe, Fahrzeuge. Jäger. Jäger sind kleine Raumschiffe, die von nur einem Piloten geflogen werden. Durch ihre geringe Größe können sie mit vergleichsweise hochleistungsfähigen Element Zero Kern ausgerüstet werden, wodurch sie schneller beschleunigen und besser manövrieren können und als größere Raumschiffe. Mit der Einführung der kinetischen Barrieren änderten sich die Raumkämpfe von kurzen brutalen Blutbädern zu längeren strategischen Feuergefechten. Die Barriere eines Schlachtschiffes konnte früher von nur dem Massenbeschleunigerprojektil eines anderen Schlachtschiffes durchschlagen werden. Dies wiederum änderte sich durch die Einführung von den Jägern abgefeuerten Disruptor-Torpedos, die diese kinetischen Barrieren durchdringen und deren Projektilvorrichtung ausschalten können. Die Guardian-Verteidigungssysteme der Raumschiffe können nur durch strategische Geschwadermanöver überwunden werden. Bei den Torpedoangriffen der Jäger sind hohe Verluste keine Seltenheit. Wenn die feindlichen Barrieren durch die Torpedos der Jäger beschädigt sind, haben die Fregatten und Kreuzer oft leichtes Spiel, das feindliche Schiff auszuschalten. Abfangjäger sind speziell ausgerüstete Jäger für den Kampf gegen andere Jäger. Sie sind aber nicht in der Lage, andere Kriegsschiffe zu gefährden. Die Abfangjäger werden als Geleitschutz gegen die Angriffe feindlicher Jäger eingesetzt. Okay. Ich glaube, das war es jetzt mit Lesen. Also an dieser Stelle zumindest. Jedes Mal, wenn ich die Zitadelle besuche, bringt mich die Sicherheit für einen netten Plausch. Noch mehr Codex. Das wär's mit Lesen. Oh, diesmal hier. Waffenrüstung und Ausrüstung. Kampfanzug. Moderne Infanteriewaffen, von der Pistole bis zum Scharfschützengewehr, sind mit Mikromassenbeschleunigern ausgestattet. Ein Metallprojektil wird von einem massenverringernden Feld umgeben und dann von magnetischer Kraft so stark beschleunigt, dass es entsprechenden kinetischen Schaden verursacht. Das Magazin ist ein einfacher Metallblock. Der interne Computer der Waffe kalkuliert die benötigte Masse für das Ziel auf Grundlage von Distanz, Schwerkraft und atmosphärischen Drucks und schneidet dann ein entsprechendes Projektil vom Metallblock ab. Mit einem einzigen Block kann man tausende Schüsse abgeben, sodass ein Nachladen während des Kampfes nicht mehr notwendig ist. Zu den innovativsten Waffen zählen die gelenkten Waffen, die für ihre Flugbahn Parameter wie Wetter und Umweltbedingungen berücksichtigen. Dadurch macht es keinen Unterschied mehr, ob man die Waffe in einem tosenden Sturm oder bei perfekt sonnigem Wetter abfeuert.
Allerdings finden die Projektile gelenkter Waffen nicht automatisch und nicht jedes Mal das Ziel. Das Zielen selbst wird aber für den Schützen sehr vereinfacht. Okay. Da kommen wir gar nicht runter. Okay. Da ist noch was zu lesen. Haben wir lange nicht mehr. So. Ich glaube, das ist das letzte hier. Schiffe, Fahrzeuge, Regatten. Regatten sind leichte Eskorten und Aufklärungsraumschiffe. Sie sind oftmals mit Guardian-System zum Schutz größerer Schiffe von Jägern ausgerüstet und werden von einem Squad Marines für Sicherheits- und Landeeinsätze begleitet. Im Gegensatz zu größeren Schiffen können Fregatten auf Planeten landen. Die Antriebssysteme von Fregatten ermöglichen Reisen mit hoher Überlichtgeschwindigkeit. Ist das Überlichtgeschwindigkeit? Ich glaube ja. Zudem verfügen sie über proportional gesehen besonders starke Triebwerke und extrem leichtes Gewicht, was sie außerordentlich manövrierfähig macht. Durch ihre Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit sind Fregatten im Raumkampf gegen Distanzbeschuss geschützt. Bis die Projektile den Aufschlagspunkt erreicht haben, sind sie schlicht nicht mehr an der gleichen Stelle. Bei Flottenraumkämpfen werden die Fregatten zu Flottillen mit 4 bis 6 Schiffen formatiert, die sich Wolfsrudel nennen. Wolfsrudel jagen durch die feindlichen Formationen und greifen Schiffe an, deren kinetische Barrieren Schaden durch die Disruptor-Torpedos von Jägern genommen haben. Das Wolfsrudel umkreist die angeschlagenen Feindesschiffe, während sie selbst durch überlegene Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit den Beschuss ausweichen. Die Allianzfregatten werden nach den großen Schlachten in der Geschichte der Menschheit benannt. Okay, deswegen hat unser Schiff die Normandy. Okay, spannend. Hier können wir aber nicht weitermachen. Das war aber auch übrigens erst der erste Eingang, oder Durchgang besser gesagt. So, hier unten kommen wir auch nochmal weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Nix. Ach doch. Sie haben eine beeindruckende biotische Macht. Ich werde mal ganz kurz doch die Musik ein bisschen runterdrehen noch. Machen wir. So. Die Menschen hätten nie zu den schwächeren L3-Implantaten übergehen sollen. Meine Kopfschmerzen können ziemlich schlimm werden und ich bin einer der wenigen mit guten L2-Implantaten. Die L3s sind sicherer. Sie hören auch nicht auf, eine Waffe zu benutzen, nur weil sie einen heftigen Rückschlag hat. Macht Sinn, oder? Oh, was haben wir denn hier? Ist hier lang. Codex. Technologie. Verwaltung. Trotz der schnellen Übertragungsraten über die Kombaken ist die Bandbreite für alle Kommunikation doch eingeschränkt. Zum Beispiel für den Fall, dass Billionen Anwender gleichzeitig versuchen würden, ihre Nachrichten über eine einzige Kombarke zu versenden, gibt es Zugriffskategorien. Der Zitadellrat und die Spectres haben die höchste Kategorie. Sollten sie die ganze Bandbreite ausschöpfen, müssen alle anderen warten. Die nächste Prioritätskategorie genießen die Mitglieder und Militärs der einzelnen Regierungen. In Kriegszeiten kann die Kommunikation für die Zivilbevölkerung eine Verzögerung von Stunden oder gar Tagen unterlegen sein. Um größere Militäransammlungen aufzudecken und zu beobachten, messen die Geheimdienste deshalb auch die Pingraten im Kommunikationsnetzwerk. Nach der Kategorie der Regierung und Militärs werden die Bandbreitenkontingente an den höchsten Bieter verkauft. Medienunternehmen, insbesondere Nachrichtennetzwerke, kaufen sich zum Beispiel größere Prioritätenpakete, um ihr Publikum mit den aktuellsten Nachrichten zu versorgen. Auch andere Unternehmen wie Finanzdienstleister oder Investmentfirmen, die auf
zeitgenaue Informationen und ständigen Zugriff angewiesen sind, investieren viel Geld in solche Prioritätspakete. Die Einnahmen aus dem Verkauf solcher Pakete dienen der Instandhaltung und dem Ausbau des Kommunikationsnetzwerks. Private Nutzer haben zwar das Recht auf kostenlosen und unbeschränkten Zugriff auf das Extranet, aber sie zählen zur untersten Prioritätskategorie und müssen damit zum Teil länger auf den Zugriff warten. Bandbreitenverkäufer setzen Investmentkapital ein, um ganze Prioritätenblöcke aufzukaufen und einzelne Kontingente davon an Abonnenten zu vermieten. Okay. Aber es klingt so typisch. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe ja, das Monument auf Akuse gesehen. Dort gibt es einen ganzen Abschnitt über Sie. Unglaublich, dass Sie überlebt haben. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadell-Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Warum sind Sie bei der Zitadell-Sicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Zitadell-Sicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Die Polizei auf der Zitadell. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Zitadell-Sicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadell zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Welcher Club? Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadell-Sicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Na. Kennen Sie einen Officer der Zitadell-Sicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Ja, doch. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Was ist denn da? Oh. Mach dir nichts vor. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Woher willst du das wissen? Okay, da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Das ist schon der Markt, das sind die unteren Bezirke. Alter Schwede. Aber wir waren da ja noch gar nicht durch. Ich bin überrascht, dass Sie bereit sind, gegen Kroganer zu kämpfen, Rex. Ich dachte, Sie würden zu Ihrem Volk stehen. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Okay. So kann man es auch sehen, ne? Dann gehen wir hier wieder hoch. Dann haben wir nur noch die Seite hier, ne? Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadell, stimmt das in etwa? Wer will das wissen? Ich schaue nur nach Zitadell-Sicherheitseinträgen. Ich darf Waren nur an autorisierte Mitarbeiter verkaufen. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Das werden wir sehen. Okay, wir haben kaum Geld, wir sind arm. Aldrin Labs, ein Lizenz Aldrin Labs für den Ausrüstungsoffizier auf der Normandy. Jetzt nehmen wir mal mit. Aldrin Labs, leichte unbequeme Panzerung bewährt.
und legen den Schutz vor feindlichen Angriffen und minimieren Bewegungseinschränkungen, die sich auf die Waffenpräzision auswirken. Okay, mehr machen wir mal nicht. Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile von den Keepern? Okay, uns fehlen noch 6 insgesamt. Ja, dann sind wir hier auch durch. Dann kommen wir doch wieder hier lang, ne? Obwohl, was haben wir hier? Zur Andockbucht. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Boah, das heißt, dass sie eventuell so richtig schön Mist erzählen, wa? Das ist unser Normandy. Da oben haben wir noch einen. Auf die Normandy wollen wir jetzt gar nicht. Ich glaube, dann fliegen wir bestimmt weg oder so. Also wir bleiben noch hier auf der Citadel. Ich habe noch nicht sehr viel Zeit mit Kroganern verbracht, Rex. Und ich muss zugeben, dass sie nicht so sind, wie ich erwartet hatte. Genau. Weil es bei den Menschen eine Vielfalt an Kulturen und Einstellungen gibt. Aber Kroganer immer gleich denken und handeln. Hey, ich wollte nicht. Hey, vergessen Sie einfach, dass ich was gesagt habe. Schon vergessen. Könnte besser sein. Nicht, dass es hier Ärger gibt, meine Freunde. So, dann gehen wir mal doch hier runter und dann gehen wir mal in die Bezirke, ne? Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Okay, spannend. So, dann wollen wir mal ab auf den Markt. Alter Schwede, das ist groß. Nicht unbedingt meine Art von Ort, aber es gibt sicher einige spektakuläre Aussichten hier. Mit Sicherheit. Okay. Was mit dir? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So. Tür zur Klinik. Oh, da wird ein Keeper. Achso, da kommen wir nicht rüber. Oh, okay, das meinen die. Das sieht schon geil aus, ne? Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Sehr gut, Garrus. In Deckung! Kein Kontakt, Commander. Alle wieder zusammengeflickt. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michel,
Sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Der, von denen ich Ihnen erzählt habe, Shepard. Sie muss Sarah mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Fist wird uns schon erwarten. Wenn wir zuschlagen, dann muss es ihn auch hart treffen. Oh, sehr gut. Dann nehmen wir ihn mit und Garrus. Kampfstecher. Okay, wir sind richtig auf Kampf getrimmt gerade hier. So, okay, zwei kommen noch. Was? Garrus und Rex nehmen wir mit. Und dann haben wir im Squad, können wir den lieben Garrus, meine ich, nochmal ein bisschen verbessern. Warum kann ich das nicht verbessern? Dechiffrierung, Dämpfung freigeschaltet. Erweiterte Sabotage, Gut. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Ich bin nur froh, dass Sie nicht verletzt wurden. Ich auch. Wollten Sie sonst noch etwas? Ich habe Fragen. Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Okay. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Dann gucken wir mal, ne? Notfallinterface. In den Kampfanzug eingebrannte Spezial-Mikroprozessoren überwachen Körperfunktionen und setzen bei Bedarf eine kleine Dosis Medigel frei, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Plus 1 Gesundheitsregeneration. Kaufen wir. Rüstungsupgrade. Notfallinterface. In den Kampfanzug eingebrannte Spezial-Mikroprozessoren überwachen Körperfunktionen und setzen bei Bedarf eine kleine Dosis, nennen wir. Okay, mehr können wir uns nicht leisten. Wir sind arm. Wieso sind wir so arm? Warum? Oh. Machen wir das mal rein. Was haben wir hier noch? Das? Oh. Das wollte ich gar nicht. Und haben wir hier noch? Munitionsreißer. Machen wir auf jeden Fall rein. Und Waffen-Upgrade. Verbessertes Visier. Oh Gott, ich habe das alles gar nicht gesehen. Shepard. Ganz vergessen, dass wir hier noch Mods haben hier. Gut, dann wollen wir weiter.
Ansicht des Nebels. Beobachten. Und Codex. Zitadell ungalaktische Regierung. Serpentnebel. Die Zitadell ist von einem blauen schimmernden Nebel umgeben. Der Widerschein des Nebels stammt von den vielen Stationslichtern der Zitadell selbst. Zunächst glaubte man, dass der Serpentnebel aus mikroskopisch kleinen Trümmerstückchen von Bauteilen bestehe. Es ist bewiesen, dass die Proteaner zur Herstellung der extrem haltbaren Materialien für die Zitadell molekulare Nanotechnologie verwendet haben. Anders als andere Nebelgebilde baut sich der Serpentnebel nicht ab. Das bedeutet, dass er immer wieder erneuert werden muss. Die aktuellste Theorie besagt, dass die Keeper der Zitadell die nicht recycelbaren Müllteile auf atomare oder molekulare Ebene zerlegen und damit den Nebel nähren. Der dichte Serpentnebel stellt ein Navigationsproblem dar. Neben dem relativ freien Bereich um die Zitadell herum existieren auch Gebiete mit Elektrostürmen. Die Einschläge dieser Stürme lassen sich nicht durch kinetische Barrieren verhindern und können Schiffe mit Metallrahmen schweren Schäden zufügen. Zudem können auch konzentrierte Stammbaumstaubansammlungen das kinetische Barrieresystem kleinerer Schiffe durchdringen. Wenn diese Raumschiffe mit hoher Geschwindigkeit reisen, ergibt dies in etwa einen Effekt wie eine Sandstrahlbehandlung. Der Versuch, die Zitadell mit konventioneller Navigation durch den offenen Raum zu erreichen, ist meist problematisch. Eine sichere Annäherung ist nur über eines der vier nahe stationierten Masseportale gewährleistet. Okay.